Treffpunkt Heiligenberg. Vom Heiligenberg nach Europa. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Willkommen zur sechsten und letzten Folge von diesem Battenberg-Podcast. Ich bin Niklas Vogel und wir kommen heute in der Gegenwart der Battenberg-Familie an. Nach den schwierigen Anfängen und vielen europäischen Verwicklungen gehören die Battenbergs unter anderem Namen inzwischen zu den erfolgreichsten und bekanntesten Königsfamilien. Ein Weg dorthin führt über den Enkel von Ludwig von Battenberg bzw. einen Neffen von Louis Mountbatten. Thomas Kehlinger war lange Zeit London-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt und ist Autor zahlreicher Biografien und Bücher über deutsch-englische Beziehungen. Er erzählt von einer folgenschweren Begegnung im Jahre 1939, als nämlich eine junge Elizabeth Windsor in Dartmouth einen jungen Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark traf. Was der jungen Elizabeth schon in Dartmouth an dem 5 Jahre älteren Griechen, an der Abführung, wie man ihn nannte, aufgefallen sein muss, war neben dem bunten Familienhintergrund seine unversenkbar zur Schau gestellte Selbstsicherheit. Dass ein Teil davon Tarnung war, konnte sie damals noch nicht durchschauen. Es hat nach Dartmouth viele Männer im Umkreis Elisabeths gegeben, freundschaftliche Beziehungen allemal, aber keine zweite Liebe. Die mit ihren 13 Jahren schon recht entwickelte junge Dame war nach dem 22. Juli 1939, was ihr Herz anging, ein für allemal festgelegt. Das ist jetzt fast 80 Jahre her, meine Damen und Herren, und noch immer stehen Elisabeth und Philipp auf der Bühne der Gegenwart, zwei Ikonen der Beständigkeit, dem Wandel schier entzogen. Mein Fels, mein Halt, nannte Elisabeth die zweite ihren Mann beim Empfang zur Goldenen Hochzeit 1997. Ein kurzes, ein treffendes Wort. Der 97-jährige Herzog von Edinburgh, Philip Mountbatten, spielt bei der Festigung der britischen Monarchie in der Tat eine zentrale Rolle und lässt den Namen Battenberg auf der Insel noch einmal in goldenem Licht erscheinen. Aber wer über den Prinzen nur aus der Perspektive der Altersglorie sprechen wollte, würde verkennen, welche Steine auf seinem Weg lagen. Winston Churchill, animiert von der Hochzeit Elisabeths und ihres Leutnants der Marine anno 1947, nannte den Glanz, den dieses Ereignis in die Trübnis der Nachkriegszeit warf, Zitat, einen Lichtblitz der Farbe auf dem schweren Weg, den wir noch gehen müssen. Das lässt sich auch auf den Bräutigam selber münzen, auf seinen anfänglichen Lauf durch die englische Zeitgeschichte. Ein schwieriger Weg. Philipp war nicht vorgesehen im Plan von Queen Elizabeth, der Gattin George VI., die Ausschau hielt nach möglichen Heiratskandidaten für ihre Tochter unter den Royal Guards. Wenn die königlichen Grenadierguards, deren Colonel in Chief die 16-jährige Elizabeth 1942 geworden war, im Krieg zum Tanz auf Schloss Windsor geladen wurden, lauter Angehörige der Aristokratie und der High Society, da sah sich die Königin unauffällig nach einem möglichen Partner für ihre Tochter um. 11 Kandidaten standen auf ihrer Liste. Philipp, der Hunne, wie sie ihn nennen würde, kam irgendwo unter ferner Liefen vor, mehr eine Marotte ihrer ältesten Tochter, wie die Mutter gedacht haben mochte, als eine Figur mit Zukunft. Aber die Prinzessin hatte sich längst entschieden. Es lag nicht in ihrer Art, sich ständig neu zu verlieben. Sie zog das attraktiv Abenteuerliche eines Mannes wie Philipp den Establishment-Figuren vor, die sie sattsam kannte und die allesamt im Vergleich mit Philipp, mit seiner Farbe, seiner Verwegenheit abfielen. Philipp hatte good war, wie man sagt. Er schlug sich auf verschiedenen Kriegsschauplätzen mit Auszeichnung, unter anderem auf einem Schlachtschiff im Indischen Ozean zum Schutz von australischen Militärkonvois, dann im östlichen Mittelmeer im Kampf um Kreta. Im Sommer 46, es war während eines Landurlaubs, hält der Grieche dann auf Balmoral bei König Georg VI. Und seiner Königin um die Hand ihrer Tochter an. Die Eltern ahnten längst, dass das kaum mehr durch Gegensteuerung zu verhindern war. Auch lernte der König den vielfach dekorierten jungen Navy-Leutnant mehr und mehr schätzen, aus Loyalität des Mariners, des Mariners, der er selber war, zu einem anderen.
Nur eine Bedingung legten die Majestäten den beiden auf, dass ihre Verlobung zunächst nicht bekannt gemacht werde. Das Königspaar plante für den Februar 1947 eine monatelange Reise nach Südafrika, das wie die übrigen Dominien während des Krieges kein Mitglied des Königshauses zu sehen bekommen hatte. Das Kriegsende machte den Weg frei, lang aufgeschobene Besuche im Commonwealth nachzuholen und zu danken für die Unterstützung im Krieg. Auch wollte George VI. So etwas wie eine Friedensdividende für sich und seine Familie ernten, und das heißt us four, wir vier, die Eltern und ihre beiden Töchter, noch einmal unbeschwert und ohne Ablenkung einem gemeinsamen Erlebnis nachzugehen, wie es der Krieg so nicht erlaubt hatte. Die Königin wird sicher auch heimlich gehofft haben, dass diese langmonatige Entfernung die Leidenschaft ihrer Tochter zu Philipp vielleicht ein bisschen abgekühlt hätte. Sie sah sich später sehr enttäuscht in dieser Erwartung. Noch während die königliche Familie in ihren Besuchspflichten in Südafrika nachging, wurde der griechische Prinz, der kein Griechisch sprach, wie wir alle wissen, und in dem, wie wir wissen, auch kein griechisches Blut floss, britischer Staatsbürger. Seine Genealogie war das deutsch-dänische Haus Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg, mit einer Zutat englischen Bluts über seine Großmutter Victoria, ihrerseits seine Enkelin, der großen Victoria Regina. Und natürlich ein Battenberger, seine Mutter Alice und dem Vater Prinz Louis Battenberg, den ersten Marquis von Wolford. Nur griechisch war der Grieche nicht. Mitte 47 gab der Prinz seinen griechischen über den Vater geerbten Titel auf, konvertierte, griechisch-orthodox getauft zur Church of England und wurde einfacher Brite unter dem Namen Philip Mountbatten, Lieutenant Royal Navy. Das war Philips erste Namensmetamorphose aus seinem britischen Curriculum vitae. Am Vorabend der Hochzeit am 20. November 1947 verlieh der König ihm den Titel eines Herzog von Edinburgh mit voller Bezeichnung Baron Greenwich of Greenwich in the County of London, Earl of Merioneth and Duke of Edinburgh. Was zu spät kam für die bereits gedruckten Einladungen und das Menü, wofür der König sich später artig bei ihm entschuldigte. Der Bräutigam firmierte dort nicht als Philip Mountbatten, Lieutenant Royal Navy. Einziger Schatten auf dem Glanz des Tages, wie wir auch vorhin gehört haben, war die Nichteinladung an Philipps Schwestern, die in Deutschland verheiratet mit Männern aus dem Umkreis der Naziführung nicht willkommen war. Ein Affront, der, wie wir dann hörten, sich 1953 bei der Krönung von Elisabeth nicht wiederholte, wo alle eingeladen waren. Prophetische Worte fand der Erzbischof von York in seiner Predigt. Dem jungen Paar gab er als Lebensregel auf den Weg Patience, Ready Sympathy and Forbearance. Goldene Empfehlungen. Das überstrapazierte Wort Liebe ersetzte der Erzbischof durch Geduld, Sympathie und Nachsicht. Wie schön, wenn die Geistlichkeit verheiratet ist. Ein Stück Lebensweitheit tritt hinzu. Man kennt sich aus in ehelichen Beziehungen und den Konditionen ihrer Haltbarkeit. Geduld, Sympathie und Nachsicht. Dies wurde das Geheimnis der Symbiose von Elizabeth und Philip. Der jung vermählte Herzog freilich schrieb bald nach der Hochzeit einen romantisch überschwänglichen Brief an seine Schwiegermutter, die Königin, die ihn gerne wegen seines deutschen Hintergrunds den Hunnen nannte. Elisabeth in Ehren zu halten, so schrieb er, dies Wort genügt nicht, um auszudrücken, was ich fühle. Ich bin vollkommen und ohne Zurückhaltung verliebt. Und das Einzige, was ich für mich und meinen Sinn und Trachten in dieser Welt als absolut real einschätze, ist, uns zusammenzuschweißen zu einer neuen Existenz, der nicht nur allen Schocks, die da kommen mögen, widerstehen kann, sondern auch die Existenz des Guten auf der Welt belegt. Einen solchen Brief hat Philipp in seinem Leben nie wieder geschrieben. Man darf sich auch diese seine Worte wie die des Erzbischofs auf der Zunge zergehen lassen. Eine Existenz, die allen Schocks, die da kommen mögen, widerstehen kann. Noch heute lässt sich die einzigartige Symbiose zwischen Philipp und der Königin nicht besser beschreiben. Eine Existenz, die allen Schocks, die da kommen mögen, widerstehen kann. Auch die junge Braut übrigens schrieb seinerzeit an ihre Eltern in geradezu rhapsodischem Ton. Sie und ihr Mann lebten so, als hätten wir, Zitat, schon lange Jahre zueinander gehört. Philipp ist ein Engel. Wirklich? Das mochte gelten, solange die beiden als Her Royal Highness Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh
Und er, His Royal Highness Duke of Edinburgh, durchs Leben ging mit den beiden rasch zur Welt gekommenen Kindern, Prinz Charles und Princess Anne, beide noch ohne Nachnamen. Unbeschwerte Ehejahre auf Malta, wohin Philipp von der Navy abgeordnet war, zementierten das junge Glück. Doch damit war es abrupt vorbei, als das Paar auf seiner Afrikareise im Februar 1952 vom Tode George VI. Erfuhr. Die halbe Welt stürzte auf ihn herab, schrieb später Philipps Freund Michael Parker, die Reaktion des Herzogs, der sofort erkannte, dass seine Hoffnung auf einen eigenen Beruf, die Marinelaufbahn, zerstört war. Jetzt kam die Pflicht auf ihn zu, sich zurückzustellen und sich ganz auf die Stützung der Monarchie und der Monarchin zu konzentrieren. Mit 30 Jahren eine erste schwere Herausforderung. Der Heimatlose, der endlich sein Zuhause gefunden hatte, dazu dieses emotionale Einverständnis zu seiner Partnerin, er sah sich unversehens versetzt an den Rand des Geschehens. Wie überlebt man in diesem plötzlich eingetretenen neuen psychologischen und konstitutionellen Konstellation? Der Engel Philipp, als den Elisabeth ihren Mann im Brief an die Eltern bezeichnet hatte, musste bald erste Federn lassen. Im Vorfeld der Krönung Elisabeths trat die Frage auf, welchen dynastischen Namen denn die neue Königsfamilie führen würde. Louis Mountbatten, Philipps Onkel, hatte das Establishment verschreckt, als er unversichtigerweise herausließ, mit der Ehe Elisabeths und Philipps seien jetzt, Zitat, die Mountbattens auf dem Thron. Dagegen zog eine mächtige Lobby zu Felde. Mountbatten als Herrschername? Unmöglich. Premierminister Winston Churchill war erbost, wie der Earl Philipps Onkel überhaupt habe annehmen können. Die Weichenstellung aus dem Jahr 1917, als George V. den Weg aus dem deutschen Sachsen-Coburg-Gotha zum englischen Windsor fand, das könnte jemals rückgängig gemacht werden. Der Widerstand dagegen reichte von Queen Mary über das Kabinett und das Parlament und fand in Churchill den entschiedensten Befürworter der Beibehalte des Namens Windsor. Das stärkte auch den Rücken der Königin, die genauso dachte. Ein Kompromissname, Old Castle, wörtliche Übersetzung von Oldenburg, kam auf und wurde verworfen. Und so gab der Kronrat schon im April 1952 bekannt, Elisabeths Familie werde künftig den Namen Windsor führen. Philipps Empörung über die Nichtberücksichtigung seines eigenen Namens entlud sich bei ihm in einer zur Legende gewordenen Kommentar. Er sei doch nur eine verdammte Amöbe, allein benötigt zur Zeugung von Erben. Der einzige verheiratete Mann im Land, der seinen Kindern nicht einmal den eigenen Familiennamen weitergeben dürfe, wetterte er. Doch der Herzog erhielt wenigstens 10 Jahre später, 1957, nach der Hochzeit den Titel eines Prinzen des Vereinigten Königreiches, weshalb man ihn seit 1957 auch Prinz Philipp nennen konnte. Und in der Mountbatten-Kontroverse gab es Anfang 1960, als Elisabeths und Philipps drittes Kind Andrew unterwegs war, damit sozusagen die zweite Familiengründung, einen Kompromiss. Die Kinder der nicht in direkter Thronfolge stehenden würden sich künftig Mountbatten-Windsor nennen. Diesen Nachnamen ließen sogar Prinz Anne und ihr Bruder Prinz Andrew später auf ihren jeweiligen Heiratsdokumenten eintragen. Sollte irgendjemand 1952 beim Thronantritt Elisabeths erwartet haben, auf den deutsch-dänischen Philipp Mountbatten liefe jetzt die Karriere eines anderen Deutschen im Königshaus zu, 100 Jahre früher, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, der sah sich getäuscht. Philipp konnte mit diesem Vorbild nicht verglichen werden. Nicht nur wegen des Argwohns, der ihm als Erben ohne Land und Vermögen, dazu aus deutschem Stamm, am Hof entgegenschlug. Eine undurchdringliche Schicht von Bürokraten hatte sich um die Zentralfigur, seine Frau, gelegt. Da war kein Platz für eine Rolle für ihn, den Außenseiter. Prinz Albert, wie man sich erinnert, war Victorias Auge und Ohr, der Manager ihrer öffentlichen Angelegenheiten, Privatsekretär und Leiter des Büros in einem während ihrer vielen Schwangerschaften. Für solche Aufgaben kam Philipp ein und der später einfach nicht in Frage. Die Historiker sind sich unklar, ob es der Hofstaat oder die Queen selber war, die zum Beispiel nicht zuließ, dass ihr Mann Einblick in die Red Boxes erhielt, die Staatspapiere, oder gar an den wöchentlichen Audienzen der Monarchin mit ihrem jeweiligen Premierminister teilnahm. Faktum war, er wurde ausgeschlossen. So musste sich Philipp eigene Betätigungsfelder suchen, wo er nicht mehr 3 Schritte hinter der Monarchin gehen musste, sondern selber Takt
und Tempo zur Gestaltung bestimmen konnte. Es kam ihnen entgegen, dass er einen Charakter mitbrachte, eine Eigenschaft, die geradezu generisch ist für sein gesamtes Leben. Die Unbill seiner frühen Jahre, dieses unstete, heimatlose Wechseln von Verwandten zu Verwandten, von Schule zu Schule, quasi ohne Eltern und frei festen Wohnsitz, nie ließ er auch nur eine Spur von Lamoyanz durchscheinen. So war mein Leben, pflegte er lakonisch zu sagen, wenn ihm ein Interviewer festnageln wollte auf das Eingeständnis von Hard Luck. No, no, so war eben mein Leben. Mehr ist dazu nichts zu sagen. Es war seine Weigerung, sich als Opfer unwirtlicher Umstände zu sehen, die zu beklagen er reichlich Gelegenheit gehabt hätte. Er nahm sich gleichsam an die Zügel unter der Devise Get on with it, diesen Weckruf der Tat des Tätigseins. Get on with it, mach weiter, halte dich nicht auf mit müßigen Klagen. Nach diesem Motto richtete er sein Leben aus, als ihm klar wurde, dass am engeren Hof, dass in den Staatsgeschäften für ihn kein Platz war. Wo hatte ein solches Naturell, solche Veranlagung mit dieser Härte gegen sich selber, sein Vorbild, seine Inspiration gefunden? Die Frage ist nicht schwer zu beantworten, mit einem Wort Gordonston. Der Internatsgründer Kurt Hahn baute auf Selbstüberwindung und Wettkampf als pädagogisches Ziel. Das fiel dem Schülerprinzen auf fruchtbarem Boden. Wer hätte eine härtere Kinderstube nachweisen können als er? Nicht eine einzige Geburtstagskarte erhielt Philipp von seiner Mutter zwischen seinem 8. und 15. Lebensjahr. Und kein Besuch aus seiner verzweigten griechisch-deutschen englischen Verwandtschaft mit einer Ausnahme ließ sich zwischen 1933 und 1939 im schottischen Gordonston sehen. So konnte Kurt Hahn mit seinen Maximen übergroßen Platz im Horizont des jungen Prinzen einnehmen. Die Fenster in den Schlafräumen blieben geöffnet, der Wind pfiff kalt hindurch. Dazu 7 Uhr wecken und 200 Meter an die Wasserstellen laufen zur kalten Dusche Sommers wie Winters. Die Poren sollen sich schließen, pflegte Hahn zu sagen. Mehr als die Haut schloss sich da in Verkrampfung. Philipp verlor damals, wie gesagt wurde, so etwas wie seinen emotionalen Kompass. Ein Umstand, den er hinter seinem hyperaktiven Wesen dadurch zu erkennen gibt, dass er ihn ständig zu verbergen sucht. Bischof Michael Mann, lange Zeit Dekan an der gotischen St. George's Chapel of Schloss Windsor, lieferte in den späten 80er Jahren in einem Gespräch mit dem Daily Telegraph einmal eine treffende Charakterskizze Philipps. Zitat: Seine Kindheitserfahrungen legten ihm nahe, mit Gefühlen vorsichtig umzugehen, sie runterzuschlucken und stattdessen Streikposten um sich aufzustellen, mit Maschinengewehren bewehrt. Niemand wird da durchgelassen, niemand, dem er nicht total vertrauen kann. Ende des Zitats. Dabei passten Hahns pädagogische Prämissen sehr gut zum britischen Charakter und zur Tradition der britischen Internatserziehung, zur Erprobung des Heranwachsens im großen Outdoor, der freien Natur und der hart fordernden Bedingungen bei jedem Wetter, ob in der schottischen Einöde oder zur See. In diesem Curriculum trat das Praktische dem rein akademischen Intellektuellen gleichwertig zur Seite, wenn es sich nicht im Rang eine Stufe höher ansetzen ließ. Aber Kurt Hahn dachte weiter. Ergänzend zum Outdoor, zum Sport, zur Leistung und zum Wettkampf betonte er den humanitären Einsatz, die karitative Tätigkeit, was sich für Philipp später mit dem Prinzip der Welfare Monarchy gut vertragen würde. Auf dem Höhepunkt seines philanthropischen Engagements zählte er mehr als 800 Adressen mit gemeinnützigen Zielen, die sich mit dem Namen des Herzogs im Briefkopf schmücken konnten, zum besseren Fundraising. Jedenfalls war der junge Philipp mit der Mobilisierung seiner Talente, wie die Gordonston-Erziehung sie mit sich brachte, ohne Abstriche einverstanden. Auf Kurt Hahns Ideen geht zum Beispiel der Duke of Edinburgh Award zurück, den Philipp 1956 aus der Taufe hob und der junge Menschen zwischen 14 und 24 die Möglichkeit gibt, Auszeichnungen zu erwerben in Abstufung von Gold, Silber und Bronze, je nach der Leistung, die sie sich zutrauen, auch im sozialen Engagement. Nicht um Konkurrenz geht es dabei, sondern um Ziele, die sich jeder selber setzt, um zu sehen, wie weit er kommt. Der Award ist längst international geworden. Auch das internationale Jugendprogramm in Deutschland e.V. zum Beispiel steht unter dem gleichen Prämissen, der gleichen Tradition. Hans Credo der Autarkie, notabene auch ein sehr britisches Credo, gleichsam
eine personale Splendid Isolation, wurde zum Lebensphilosophie Philipps schlechthin. In einem Essay aus den 80er Jahren, überschrieben mit People are People, aus dem Sammelband seiner damaligen Reden unter dem Titel Menschen, Maschinen und heilige Kühe, merkt Philipp an, Zitat, Shakespeare lässt in seinem Drama Julius Caesar den Cassius sagen, der Fehler, lieber Brutus, liegt nicht in unseren Sternen, sondern in uns selber. Es gibt nichts auf dieser Welt, das nicht durch Menschen kuriert werden kann. Dagegen wird fast nichts in der Welt durch Theorien geheilt, durch Systeme, Organisationen oder soziopolitische Ideologien. Die Verantwortung des Einzelnen für das Gelingen der Condition humaine ist Philipps großes Credo. Gelernt hatte er es nach der Grundsteinlegung durch Kurt Hahn auch auf See als Mariner, worüber er einmal ein bewegendes Zeugnis ablegte. Er sagte, ich bin kein Graduierter irgendeiner Universität. Ich bin kein Humanist oder Naturwissenschaftler. Ich schulde vielmehr meine große Treue einer anderen, der wirklich großen Bruderschaft dieser Welt, von denen es nur noch wenige gibt, der Bruderschaft der See. Auf dem Meer finden sich alle Konflikte, mit denen der Mensch zu ringen hat, immer schon und auch heute noch. Wir sollten an dieser Stelle einmal fragen, wie der erstgeborene Charles, der Prince of Wales, mit der Lebenseinstellung seines Vaters fertig wurde. Nun, in praktischer und sportlicher Hinsicht ist er ihm weitgehend gefolgt, als Seeoffizier, Air Force Pilot oder auch als Polospieler. Auch in seinem Engagement für die Umwelt und menschenwürdiges Leben setzt er fort, was sein Vater schon früh für sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Mit der Abfindung am Ende seiner Dienstjahre in der Navy zum Beispiel gründete Charles schon 1977 den Prince's Trust, der inzwischen das größte gemeinnützige Unternehmen auf der Insel ist, das gefährdeten Jugendlichen einen Weg bahnt, Beruf und gesellschaftliche Anbindung zu finden. Auch dies ist ein leuchtendes Beispiel für das, was wir heute mit der Welfare Monarchy bezeichnen. Und auch einer der Gründe, warum Charles häufige Einschätzung zuwider durchaus ein angesehener, geschätzter Prinz ist. Aber persönlich ist er natürlich ein gänzlich anderes Gemüt als sein Vater. Kontemplativ, manchmal grüblerisch, ein grüner Hamlet, Musikliebhaber, übrigens auch ein besserer Aquarellist als sein Vater. Manchmal spreche er mit seinen Blumen, sagte er. Das haben viele Kritiker dann als seine deutsche Art sozusagen herabzustufen versucht. Charles hasste Gordonston, wohin ihn Philipp geschickt hatte, man kann sagen, kommandiert hatte. Die Königin überließ ihrem Mann, wie man weiß, weitgehend das Management der Familie, hielt sich zurück, schritt wenig ein. Das führte zu einem kühlen Verhältnis des Sohnes zu seinen Eltern und gipfelte in den 80er Jahren in einer tiefen Krise auf seinem Lebensweg. Es war auch ein Tiefpunkt im Leben der Windsor-Familie selber. Man kann nicht behaupten, dass die Eltern des Kronprinzen eine hilfreiche Rolle spielten bei der Ehewahl ihres Ältesten. Ihnen war die Beziehung des Sohnes zu einer verheirateten Frau, zu Camilla Parker Bowles, nicht verborgen geblieben, auch wenn niemals mit ihm darüber gesprochen wurde. Ein Angehöriger der Royal Horse Guards war eines Tages sogar bei der Queen vorstellig geworden und hatte ihr berichtet, dass ihr Sohn zur Frau eines Offiziers des Regiments, gemeint war Andrew Parker Bowles, eine Beziehung unterhalte, Zitat, und das Regiment mag es nicht. Die Historikerin Sarah Bradford schreibt in ihrer Biografie, Elisabeth, die Königin habe bei dieser Nachricht zu Boden geblickt und geschwiegen, entschlossen sich wie gewohnt nicht in die Angelegenheiten ihrer Kinder einzumischen. Als zu Boden geblickt, um bei der Metapher zu bleiben, hatte auch Philipp weggeblickt in der Causa Camilla. Offen sich darüber in der Familie aussprechen? Im wirklichen Leben geschieht so etwas häufig nicht. Wie viel weniger in der Generation von Elisabeth und Philipp und der Stiff Upper Lip, wo Schweigen die Regel ist and get on with it das Motto. Stattdessen forderte der Herzog seinen Sohn auf, nach nur wenigen Monaten des Umgangs mit der 19-jährigen Diana Spencer sie ihr gegenüber zu erklären oder die Beziehung abzubrechen. Es ist bezeichnend, dass Philipp seinem Sohn dies per Brief mitteilte. Zu einem Gespräch fehlt beiden bei ihrer gespannten Beziehung die nötige Gefühlskultur. Zwischen dem St. James Palace und dem Buckingham Palace herrschte Briefverkehr, kein heißer Draht.
Ich will hier nicht die Einzelheiten dieser Tragödie in Erinnerung rufen, sondern vielmehr beleuchten, wie ein profilierter Student der Condition Humaine, wie Prinz Philipp, bei seinem Ältesten an die Grenzen des Verstehens gelangte und dieser an die gleiche Grenze gegenüber seinem eigenen Vater. Im Jahr 1994 hatte Charles dem Journalisten Jonathan Dimbleby Rede und Antwort gestanden für dessen Biografie über ihn, den Prinzen von Wales. Die ungeschriebenen Regeln des Königshauses verlangten absolutes Schweigen über Mitglieder der eigenen Familie. Never complain, never explain. Never complain, never explain. Aber Charles hielt sich nicht an diese Devise. Sein Selbstkonzerte meide sein Vater, gab er zu Protokoll und zitierte Philipp mit dem Satz, Zitat, ich will doch nicht berührt werden, Zitat Ende. Vorwürfe gegen die harte, nach seinem Urteil fast lieblose Erziehung des Vaters fehlten ebenfalls nicht. Zum ersten Mal zeigte sich Philipp in der Öffentlichkeit verletzt. Charles ist Romantiker, ich Pragmatiker, verteidigte er sich. Das heißt, wir gehen die Dinge unterschiedlich an. Und weil ich auf die Dinge nicht als Romantiker schaue, sagt man mir nach, ich sei gefühllos. Anders als zu seinem Vater hatte Prinz Charles dagegen ein sehr enges, herzliches Verhältnis zu seinem Großonkel Lord Louis Mountbatten, wie wir gerade hörten. Als dieser vor der Küste Irlands im Juli 1979 einem Attentat der IRA zu Opfer fiel, war er untröstlich. Welche Aufgaben hatte die Queen Philipp übertragen nach der Eheschließung? Erstens, die Monarchie zu reformieren, sie an die Moderne anzupassen. Das begann mit der Reformierung der Struktur der königlichen Häuser, Buckingham Palace, Sandringham und anderen. Und Philipp als Außenseiter erfasste sofort, schärfer als andere, die erstickenden Altertümlichkeiten dieser alten Institutionen. Man kann doch die königliche Familie, so sagte er sich, nicht immer nur in ihrer öffentlichen Rolle über die Bühne geparadieren lassen, lauter eindimensionale Figuren, wie er sagte, ein langweiliges Image. In der Tat hätte man in den 60er und 70er Jahren die Royals als das Personalpendant zum Henry Ford's Model T bezeichnen können, auf dem königlichen Fließband produziert. Immer die gleiche Form, eine Fassade von Autorität und Distanz. Das ließ Philipp und andere sprechen mit Fernsehfilmen, die die Windsors im häuslichen Milieu darstellten, auch bei gemeinnützigen Anlässen oder in Szenen familiärer Entspannung. Das führte nicht immer nur zum Erfolg. Zwei TV-Aufführungen, die Dokumentation Royal Family von 1969 und It's a Knockout von 1987, in dem Mitglieder der königlichen Familie ähnlich dem in Deutschland damals beliebten Spiel ohne Grenzen durch die Gegend purzelten und Hindernisse zu bewältigen hatten. Das Ganze gedacht als Fundraising für wohltätige Zwecke. Sie erwiesen sich als kontraproduktiv. Die Würde des Königshauses litt. Wie man die Monarchie sowohl populär als auch respektiert erhält. Die Antwort darauf ist eine permanente Herausforderung. Walter Badgett, der große Verfassungstheoretiker, hatte im 19. Jahrhundert davor gewarnt, nicht zu viel Tageslicht in die Magie des Königtums eindringen zu lassen. Aber Philipp erkannte früh, dass diese Maxime unter dem Anprall der mediengesteuerten Neugier nicht aufrechtzuerhalten sein würde. In signifikanten Veränderungen zeigte sich seine reformerische Handschrift. So führte er in den 70er Jahren zum Beispiel das königliche Walkabout ein, bei dem sich die Queen oder ein Mitglied ihrer Familie durch ein Spalier von Zuschauern wandernd mit den Menschen unterhielt, was die tradierte Steifheit des Protokolls wesentlich auflockerte. Wie weit die Frage des Verhältnisses zu dem Untertanen auch die Königin beschäftigte, äußerte sie bei dem Bankett der Londoner City im November 1997 zu Ehren ihrer goldenen Hochzeit. Es waren die Jahre der laufenden Skandale in der Windsor-Familie, der Scheidungen, der Tragödie des Unfallstodes von Diana, eine Ära auch massiver Vorwürfe gegen sie, die Monarchin. Für eine Figur ihrer Diskretion trug die Queen damals ein bemerkenswertes Geständnis vor. Ich zitiere, wie die Regierung existiert auch die Monarchie, einzig aufgrund der Unterstützung und des Konsenses in der Bevölkerung. Zustimmung zu Politikern wird an der Wahlurne entschieden. Für uns aber, die königliche Familie, ist die Botschaft oft schwieriger zu lesen, kann sie doch verdunkelt sein durch Ehrerbietung, Rhetorik und die widerstreitenden Strömungen in der öffentlichen Meinung. Aber lesen müssen wir sie.
Zitat Ende. An den Worten erkennt man, dass das schon einige Jahre zurückliegt, dieses Zitat von ihr aus dem Jahre 97. Denn wenn Sie heute vor derselben Frage stehen, können Sie auch als Königin nur feststellen, dass die Zustimmung zum Hause gewaltig gewachsen ist in einer Zeit, wo so viele Institutionen wegfallen und die Monarchie plötzlich in neuem Glanz dasteht. Aber das war 1997 noch nicht der Fall. Dem Herzog von Edinburgh freilich setzten die Medien auch aus einem anderen Grunde zu. Es wurde so manches gemunkelt über sein Privatleben. Seine Frauenfreundschaften waren ja kein Geheimnis. Man rubrizierte sie unter die gesellschaftlichen Zuneigungen, wie sie auf dem Tanzboden und bei Zusammenkünften der High Society in den entsprechenden Villen, diesen Gewächshäusern des Adels, üblich waren. Die Queen weiß, dass ihr Mann sich gerne amüsieren lässt, hieß die Standardauskunft von Leuten, die vorgaben, das Denken der Monarchin entziffern zu können. Er liebte wilde Tänze, wie aus dem Film Zorba the Greek, wofür die Königin viel zu scheu gewesen wäre. Aber gab er je eine Versuchung zur Untreue nach? Die Biografien ziehen durchgehend lauter Nieten in diese Frage, was auf absolute Diskretion oder ein tatsächliches Null an Fakten zurückgehen mag. Was die Medien von Fall zu Fall auftischten, war regelmäßig vom Baum der Unkenntnis gefallen. Wirklich, die Art, wie die Zeitungen über mich schreiben, sagte Philipp einmal, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht, scherzte er. Dann in ernsterer Stimmung, wie kann ich der Königin je untreu werden? Sie könnte sich doch nie mit gleicher Münze wehren. Bei Gelegenheit des goldenen Ehejubiläums 1997 pries Philipp Toleranz als die bedeutendste Eigenschaft seiner Frau, die Königin. Das schloss natürlich auch die Toleranz ihm gegenüber mit ein, dessen unruhiger, nie rastender Geist für die Queen eine ständige Herausforderung darstellte. Die Widersprüche in seinem psychologischen Make-up sind Legenden. Sie ergeben ein fesselndes Kontrastbild, wie Tim Heald es in seiner Biografie des Herzogs resümiert hat. Da mischt sich Bescheidenheit mit Arroganz, optimistische Energie mit kalten Duschen der Abkanzelung. Der Prinzgemahl ist einmal liebenswürdig, dann abweisend, sicher und unsicher, sensibel und unsensibel, warm und überkritisch, gesellig und ein Einzelgänger. Immer war und ist der Duke ein erfrischender Kontrast zu dem, was königliche Hoheit eigentlich darzustellen hatte. An Philipp kamen die protokollarisch Korrekten nicht heran. Er war zu sehr sein eigener Mann, sein eigenes Gesetz. Er war eben ein Opt-out von jeder Routine. Und natürlich auch ein Kontrapunkt zu allseits etikettenbewussten, ewig etwas steifen, vielmehr Elisabeth, die ihre Scheu versteckt hält hinter der Diskretion, wie die Stellung als Souverän sie ihr auferlegt. Man könnte fast von einer Arbeitsteilung zwischen beiden sprechen, was der Doppelveranlagung der Briten sehr entgegenkam. Einerseits lieben sie den monarchischen Ritus mit seinen Pomp und Formalitäten bis heute, wie wir wissen. Dafür war und ist die Königin zuständig, in ihrer offiziellen Funktion. Aber der ebenfalls britische Hang zur Demontage durch Humor, diese ununterdrückbare Neigung zum Comic Relief, zur Burleske, die dem Ernst zu Leibe rückt, das war Prinz Philipps Rolle, die er meisterhaft beherrschte und noch immer beherrscht. Es war für ihn schon immer ein Ventil, seine Eigenart zu behaupten gegenüber einem Hof, der ihm lange Zeit über nicht wohlgesonnen war. Schließlich wurde es bei ihm zur zweiten Natur. Alles Unangepasste an ihm, der bis Anfang der 90er Jahre noch 4 Spänner durch den Windsor Park, Great Park antrieb, war längst Legende geworden, liebevoll gepflegt, nicht zuletzt von ihm selber. War das Image eines königlichen Provokateurs erst einmal etabliert, tat er alles, es weiter zu festigen. Ich nenne dies bewusst gepflegte Fettnäpfchen als sein heraldisches Wappen. Nicht viele Menschen und Gruppen können in den vergangenen Jahrzehnten seinem spontanen Witz entgangen sein. Einem früheren Generalsekretär des Commonwealths, einem Nigerianer, der in voller Landestracht vor ihm stand, grüßte er einmal mit den Worten, Sie sehen ja aus, als wenn Sie gerade zu Bett gehen wollten. Und auf einem Empfang für Behinderte im Buckingham Palace frottelte er einen der Besucher zu, und das war schon ein bisschen riskant, wozu reicht, brauchen Sie einen Stock, wo Sie doch im Rollstuhl sitzen. Leider haben wir nie erfahren, was Helmut Kohl antwortete, als der Herzog ihn einmal mit Guten Tag, Herr Reichskanzler, anredete.
Dabei hasst er Gespräche, die nur pro forma abspulen. Ein Anhänger von Smalltalk ist Prinz Philipp nicht. Ein Offizieller fragt ihn einmal nach einem Langstreckenflug nach Kanada, wie war Ihr Flughoheit? Darauf Philipp, sind Sie schon mal geflogen? Ja, genau, so war es. Ich selber bin seiner verbalen Unkorrektheit einmal vor langen, langen Jahren im Sommer 1962 begegnet, als Philipp der Universität Cardiff, wo ich eine Lektorenstelle innehatte, einen Besuch abstattete. Er war Kanzler der Universität. Wir vom German Department standen schön aufgereiht, dem Besucher die Hand zu schütteln. Er begann auch korrekt mit Professor T.P. Williams, dem damaligen Leiter des Germanistischen Instituts, ging die Reihe weiter und hielt plötzlich inne, wie von einem Gedankenblitz getroffen. Dann kehrte er um, ging zu Professor Williams zurück, hob dessen reichlich zerschlissenen Talar an seinem Ende hoch und kommentierte verschmitzt, Sie haben hier wohl schon sehr lange unterrichtet, nicht wahr? Den Professor in uns verschlug es die Sprache. Die häufige Behauptung, diese Art des Approach, des Grinsen, sei dazu gedacht, die Menschen zu entspannen und aus dem Ernst der Lage zu befreien, hat meistens das Gegenteil zur Folge. Sie sind embarrassiert und wissen nicht, wie sie reagieren können. Als er 90 wurde, ernannte der damalige Premierminister David Cameron Prinz Philipp auf eine eigens zu seiner Ehrung einberufene Parlamentssitzung einmal einen nationalen Schatz. So viel Lob hätte der jeder Sentimentalität Abgeneigte am liebsten überhört. Doch diese Laudatio auf ihn, den treuesten Diener seiner Herrin, der Queen, war mehr als verdient. Er hatte vor langer Zeit im Verlauf eines TV-Interviews sogar vorausgeahnt, was ihm in hohen Jahren beschieden sein würde. Zitat, wenn Her Majesty und ich mal richtig antik geworden sind, so mutmaßte er 1968, also vor 50 Jahren, dann, so wage ich zu behaupten, könnte es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Ehrfurcht geben. Zitat Ende. Mehr als Ehrfurcht. Die Nation hat Philipp längst in ihr Herz geschlossen und reagierte mit einem kollektiven Seufzer des Bedauerns, als der 1921 Geborene sich im Mai 2017 von seinen öffentlichen Pflichten verabschiedete. Aus dem öffentlichen Leben ist er dennoch nicht verschwunden. Jedermann weiß, dass seine gelegentlich krustige, zum Sarkasmus aufgelegte Art nur eben das ist, eine Tarnung, die der königliche Unangepasste überwirft, um sein hochempfindliches Wesen zu kaschieren. Die britische Monarchie hat durch ihn an Ausstrahlung gewonnen. Daran ist gewiss auch eine gelingende Enkelgeneration beteiligt. Ein William und Harry, eine Catherine Middleton und ihre drei Kinder und eine Meghan Markle. Der Pater Familias aber, Philip Mountbatten, überragt das Ensemble Kraft seiner Eigenart, seiner Persönlichkeit, seiner nie wankenden Loyalität zur Queen und zur Aufgabe, ihr die Bürde ihrer Staatspflichten zu erleichtern. Elisabeth ohne Philipp, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Aber man könnte sich auch nicht vorstellen, wie die Briten von Philipp Mountbatten ebenso wie von der Queen jemals werden Abschied nehmen können. Es gibt ja ein interessantes Phänomen. Die singuläre Stabilität der Monarchie gehört heute zu den überraschenden Szenenwechsel der Gegenwart. Banken, Medien, die politische Klasse, auch die Kirchen sind im Abwärtstrend. Die Monarchie im großen Aufwind. Das war vor 25 Jahren ganz anders, als die Windsors ihre Zukunft hinter sich zu haben schienen und niemals mehr ein Pfifferling auf sie gab. Aber es belegt eine meiner Lieblingsthesen. Wenn man lange genug lebt, erlebt man alles, auch das Gegenteil. Vielen Dank. Thomas Kielinger hat den Abschluss gebildet von diesem kleinen Ausflug in die Geschichte der Familie Battenberg. Aber wenn Sie möchten, hören wir uns wieder. Wir bleiben nämlich auf dem Heiligenberg mit der zweiten Podcast-Staffel. In der geht es um die großen Transformationen der Gesellschaft im 19. Jahrhundert, nämlich wie Industrie und Wissenschaft, Nationalstaaten und Demokratie, Hessen und die Welt verändert haben. Die Mitschnitte, die Sie gehört haben, stammen von einem historischen Kolloquium vom 26. und 27. Oktober 2018 auf dem Schloss Heiligenberg. Organisiert von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, der Stiftung Heiligenberg-Jugendheim, der Hessischen Hausstiftung und HR2 Kultur. Sämtliche Beiträge auf dem Kolloquium sind in einem Sammelband veröffentlicht, erschienen im Verlagshaus am Römerweg. Das Buch Die Battenbergs ist bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für eine Bereitstellungsgebühr von 4 € erhältlich.
Mehr dazu finden Sie auch auf der Website www.hlz.hessen.de. Machen Sie es gut und bis bald.